Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Orakel hier bei mir auf meinem Kanal. Ich bin Maikiel, freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Und ja, was machen wir? Wir legen die Karten natürlich. Mach das Ganze in der 7. Generation meiner Familie. Als Wahrsager verfüge über eine natürliche und vererbte Gabe, in euren Schicksalsstrom sehr detailreich einzutauchen. Deshalb versuche ich auch immer, wenn ich Karten hier lege, mich auf wirklich die Community zu konzentrieren. Und ja, hoffe, dass du dann damit in Resonanz gehen kannst. Es kann natürlich immer nicht für jeden passen, das weiß ich. Aber ich freue mich natürlich, wenn es funktioniert. Des Weiteren gibt es eine Energieform, die Goldenergie, die ist seit über 200 Jahren bei uns in der Familie weitergegeben worden. Das haben wir ein bisschen ausgebaut in Form von Boostern und Ähnlichem. Und ich mache natürlich mit meiner Mutter zusammen auch immer noch sehr viele Zeremonien zu den Portaltagen, Vollmond, Neumond und natürlich wichtigen zeremoniellen Tagen. Das gibt es immer in der Übersicht, kann man unten in der Infobox auch einsehen. Wir haben jetzt wieder zwei Portaltage. Und ja, würde auch mal ganz direkt sagen, ich nehme die Mystery Cards heute mal für ein großes Kartenbild, denn das sind Karten, die es nur bei mir gibt, die man nur im Rahmen der Ausbildung erhält. Sie sind ähnlich wie Le Normand, aber eben nicht gleich. Unterstützend. Wen möchte ich unterstützend an meiner Seite haben? Ich möchte Erzengel Uriel in der Lichtfrequenz dabei haben, für Kraft, für das Lösen von Knoten, für die Stärke. Ich möchte aber auch Erzengel Kamuel für die Liebe dabei haben. Die Lichtfrequenzen sind so bereichernd, gerade jetzt in dieser Zeit. Und vielleicht ja, wisst ihr das so ein bisschen, wie dieser Oktober jetzt wirkt und vor allen Dingen seit dem Neumond und mit diesem magischen Blue Moon, den wir haben werden. Und deshalb bitten wir hier die Engel um entsprechende Unterstützung. Ich ziehe mir eure Energiefelder auf und los geht's mit dem Mischen der Karten. Wenn du dich für eine Ausbildung interessierst oder für eine Beratung, dann hast du unten immer die Festnetznummer. Und da kannst du mich ganz gut zwischen 11 und 19 Uhr etwa erreichen. So, jetzt geht's aber los. Ja, jetzt schauen wir mal rein. Und was mir schon mal gleich auffällt, ist, dass uns nochmal eine Verpuppungsphase erstmal hier bevorsteht. Ja, in der Vergangenheit war es so, dass gerade die letzten, vor allen Dingen vielleicht 4 Tage, sehr mit Stillstand versehen waren. Ja, da war also wirklich ein gewisser Stillstand da gewesen. Jetzt dreht sich das Ganze und es fallen aber auch ein Stück weit die Masken runter. Also es kommt eine glückliche Fügung und die Wahrheit kommt aufs Tablett. Das ist genau das, was die Kraft auch dieser Lichtfrequenz ist. Das heißt, die kommenden Tage werden erstmal noch ein bisschen beschwerlicher. Vielleicht gehen wir auch in eine Situation rein, dass wir erstmal mehr wieder reflektieren, vielleicht auch eine starke Sehnsucht haben. Diese starke Sehnsucht so ein bisschen eine dunkle Wolke um uns herum baut. Dem sollten wir aber nicht zu viel Raum geben, denn es gibt magische Helfer, magische energetische Zeichen, die uns hier weiterbringen. Vor allen Dingen ist nochmal ein Zeichen, was du jetzt in deiner Wohnung finden wirst oder in deinem Zuhause, in deinem Haus, Wohnung, wie auch immer, ja. Also in deinem Zuhause wird es ein magisches Zeichen geben, auf das du achten solltest, ja. So, wir sind aber dennoch in einer sehr guten Vitalität drin. Das ist also auch schon mal da. Du hast Angst, falsche Entscheidungen zu treffen oder bist dir unsicher, ob Entscheidungen vom Gegenüber getroffen werden, ja. Und das schafft so eine ganz starke Verunsicherung. Ich kann dir aber sagen, alles, was kompliziert war, was vielleicht auch noch an dritten Personen hier war, ist jetzt hier schon gar nicht mehr präsent. Es ist so, dass letzten Endes dein Energielevel im Moment darüber entscheidet, wie auch deine Zukunft sich bildet. Und hier bist du für mich im Moment noch nicht so an diesem Wahnsinnspunkt, dass es eben aufsteigt, sondern da musst du dran arbeiten. So, wir schauen weiter. Ich habe noch nicht mal alle Karten ausgelegt und laber mir den Wolf, ja.
Übrigens, etwas, was sehr lange in deinem Besitz ist, das ist ein elektronisches Gerät, das kann ein bisschen Mucken machen, ja. Da mal ein bisschen aufpassen, ja. Das können so, kann auch etwas sein, was du zweimal zu Hause hast im Übrigen. Und eins davon muckt ein bisschen rum, ja. Also da auch ein bisschen ein kleines Augenmerk drauf. Alles, was an großen Anspannungen ist, ja, fällt ab, weil es kommt Klarheit rein. Es kommt Klarheit in der Liebe rein. Es kommt ein Neubeginn im Winter jetzt, der da sein wird, der sehr viel Heilung bringt, der sehr viel Anziehungskraft verspricht. Wie gesagt, es verändert sich. Es kommt die Wahrheit hervor. Es gibt keinen Grund mehr, irgendwelche Spielchen zu machen, sich gegenseitig zu beobachten in Social Media oder ähnlichem. Das verändert sich alles, denn es wird, du baust jetzt eine unglaubliche Stärke auf, eine unglaubliche Liebe wird aufgebaut und Vertrauen kommt wieder zurück. Die Veränderung, die kommt, und zwar genauso, wie du sie dir ersehnst, wie du sie dir wünschst, auch mit einer Gefühlstiefe. Finanziell lösen sich auch Sorgen und Probleme jetzt auf. Überhaupt verschwinden deine Ängste, deine Unsicherheiten, deine Zweifel. Du klebst, hast auch das Gefühl vielleicht jetzt gerade gehabt, dass du an einer Sache festklebst und festhältst, was die Liebe betrifft. Und es gar nicht vorangeht, aber dieser Neubeginn, der kommt. Du kommst aus diesem Spinnennetz jetzt heraus und siehst auch die Dinge wieder ganz klar und deutlich. Es ist so, dass, wie gesagt, eine Konkurrenzsituation vielleicht da gewesen ist, die sich auflöst. Es wird klare, richtungsweisende Gespräche geben. Es steht in der Zukunft eine glückliche, feste und dauerhafte Partnerschaft an. Und es ist so, dass das auch offiziell gemacht wird. Das ist also nicht mehr, wenn das bisher in der Heimlichkeit drin war, weil es vielleicht eine Affäre oder ähnliches war, dann ist es so, dass das also wirklich auch sich jetzt verändert, ja. Du bist für ihn im Moment das Wichtigste. Du wünschst dir auch von ihm mehr Respekt, mehr Anerkennung. Das kommt auch alles. Auch der Sex wird gut funktionieren. Auch eine ganz glückhafte, unbeschwerte Zeit. Ja, er ist ganz sicher bei dir. Und das Tolle ist, jetzt wenn ich die Diagonale angucke, er, du, die Liebe, die Veränderung, ja. Also das ist wirklich dabei, ne? Das ist jetzt da. Man sieht, er hat dir noch nicht alles offenbart, er wird es aber offenbaren. Das ist jetzt sein Ziel, ist in seinen Gedanken ganz fest drin, da auch wirklich ganz klar zu sprechen, wie fühlt er, wie denkt er, was geht jetzt in ihm im Grunde auch vor. Und es ist jetzt eine schicksalhafte Energiewelle da bis zum Vollmond, bis zum 31. Da gibt es übrigens einen fortgeschrittenen Le Normand-Seminar bei mir in Baden-Baden. 399 Euro, 2 Tage mit allem drum und dran, echten Kunden und so weiter. Richtig geiles Training. Könnt ihr euch noch anmelden für. So, und hier ist es wirklich jetzt auch so, dass er auch darüber nachdenkt, mit dir eine Familie zu gründen, mit dir ein Haus zu bauen, ein Heim zu erschaffen, ja, das möchte er. Hier kommt auch nochmal irgendetwas, was umgestaltet oder renoviert wird, also es sieht fast aus wie ein neues Bett oder so, wo du vielleicht schon in Gedanken auch drin hast, ja. Also es zeigt sich insgesamt sehr, sehr, sehr gut. Es ist auch so, dass du in eine, wenn du noch berufstätig bist, in eine gute, solide Situation da jetzt reinsteuerst, ja. Es wird da keine massiven Beschränkungen geben, was hier die Karten verraten. Aber wie gesagt, es sind natürlich jetzt auch, versuche schon detailreich zu sein, aber versuche eben auch trotzdem noch so zu bleiben, dass jeder vielleicht mitgehen kann, ne? Aber manchmal gebe ich eben so ein bisschen die ein oder andere Info raus. Hier ist noch im Umfeld so bei dir auch eine Freundin, vielleicht hast du dich mit der gerade gestritten oder es ist so ein bisschen, wo du es einfach ein bisschen in Frage stellst, würde mich im Moment ein bisschen zurückziehen. Vor allen Dingen, wenn hier was getrunken wurde, ist die Dame etwas schwierig, sagen wir es mal so. Ja, so, dann schauen wir gerade auch nochmal weiter. Solltest du ein Auto haben, dann auch da bitte ein bisschen drauf
aufpassen, denn entweder schließt ein Fenster nicht richtig, Klimaanlage, Lüftung, oder es macht kom also es macht so beim Starten so komische Geräuschchen. Also da mal so ein bisschen drauf achten, ja? So, das ist erstmal das, was wir aus den Mystery Cards sehen. Ich möchte aber jetzt noch mal ein bisschen in die emotionale Ebene mit reinsteigen, ja? Um einfach zu sehen, was haben wir denn hier noch? Wir nehmen das Tarot oder ich nehme das Tarot dazu. Übrigens, viele können sich das ja nicht vorstellen, aber ihr merkt ja, wie schnell ich auch durch ein großes Kartenbild durchgehe. Das ist natürlich nochmal intensiver in einem 1:1-Gespräch. Aber ich sage immer, eine Viertelstunde reicht für ein Erstgespräch völlig bei mir aus, ja. Hupsala, weil ich bin doch relativ schnell und quatsche dich nicht mit einer Karte 45 Minuten zu. So. Der Teufel. Also genau das, was ich sage. Es kommt etwas raus, ja. Er offenbart sich. Man schaut auch so in beiden Seiten nochmal den Schatten an, was im Moment auch die Energiequalität einfach auch ist, ja. So, du bist enttäuscht, weil vielleicht nichts vorangeht und versuchst aber dich wieder hochzuschwingen. Das wird dir auch gelingen, ja. Du kommst aus dieser erstarrten Situation, wie ja gesagt, nicht zu viel Raum da reingeben, weil die Zweifel lösen sich durch seine Handlungen auf, ja. Und glaube fest an das Glück, an diese positive Wendung. Zweimal das Glück dabei, einmal das Glücksrad und einmal das Glück mit neuen Kelchen. Hier kommt das große Liebesglück für dich. Das wird kommen. Das wird da sein. Sei da jetzt tapfer, sei ein bisschen risikobereit und lass dich dann auch ruhig führen von seiner Energie. Er kommt mit einem sehr großen Energiewillen hier auf dich zu. Und ich glaube einfach, dass du auch hier das Ganze erstmal wirklich so verarbeiten und annehmen musst. Das sind richtig schöne Karten, Leute, wirklich. Ich kann das gar nicht anders sagen. Und jetzt. Es ist fantastisch. Erzengel Uriel, ich habe gesagt, das ist der Begleiter, der da ist. Ich habe im Moment eine ganz starke Verbindung zu ihm, deswegen habe ich ihn gewählt. Und jetzt kommt er auch noch als Karte und das Ganze mit der Freundschaft. So, Odin tut immer gerne etwas umschmeißen, weil er sehr gerne im Schaufenster liegt. Das ist für ihn sein Lieblingsplatz. Sorry für das kleine Holter, die Polter gerade. Also, Erzengel Uriel, ich habe eine tolle Verbindung gerade zu ihm. Deswegen habe ich die Pyramide gewählt und auch das Licht Erzengel Uriel im Hintergrund gemacht. Amitié, die Freundschaft, die Verbundenheit, die Treue, dieses Vertrauen, was wieder da sein wird. Und genau das erreichen wir. Mensch, meine Lieben, ich wünsche euch einen ganz glückhaften, wundervollen Tag. Alles, alles Gute. Mucho, mucho amor. Euer Michael. Ciao.